Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich, zum Beispiel, wenn ich ein bisschen außer Atem bin, ich war gerade eben ein Paket abholen bei DHL Express. Von 30 Kilometer Radtour, war ziemlich anstrengend. Allerdings, also ich werde jetzt, also ich habe mir jetzt das Note 10 in der Vertragsverlängerung geholt und das werden wir mal zusammen gemeinsam auspacken. Tut mir leid für die schlechten Lichtverhältnisse. Ich habe gerade keine besseren Lampen hier. Machen wir es mal auf mit meinem Unboxing Messiah. So, und alle zukünftigen Videos werden mit dem Note 10 aufgenommen. Aktuell für das Video benutze ich noch mein altes S8 Plus, was jetzt abgelöst wird nach 3 Jahren gegen das Note 10. Ich denke mal, das ist ein gutes Upgrade. So, dann müssen wir hier noch diesen Sticker aufmachen von Samsung. Momentchen. So. Das ist ein bisschen knifflig, weil das Knife gerade nicht gerade flach ist. So, jetzt haben wir das auf. Jetzt leiten wir die langsam auf. Dann haben wir hier auch das schöne Handy. Ja. Holen wir das mal raus. So. Hier haben wir dieses wunderschöne Handy. Ich finde das wirklich wunderschön, ne? Ja. Wie findet ihr es? Ich finde das mega schön. Ja. Ich habe mir dafür auch direkt noch eine Hülle gekauft. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. So, was haben wir noch hier drin? Dann haben wir hier einmal ein Powerladegerät, USB-C. Ne? Das hat wie viel Fast Charge und wie viel Watt kann das laden? Das lädt mit 25 Watt, also ziemlich schnell, oder ziemlich stark, sag ich mal. Was haben wir hier noch dabei? Ein Adapter von USB auf USB-C, heißt, ich kann auch Festplatten anschließen. Sind wir auch hier drin. Was ist das denn? Ach so, das ist so, das ist das Werkzeug für den S-Pen, für die Minen. So. Dann haben wir hier drin noch einmal ein USB-C-Kabel, ja, ganz normal, Standard USB-C-Kabel. Und hier haben wir noch Kopfhörer, ne? Stereo-Kopfhörer von AKG, ziemlich nice, mit USB-C-Anschluss, ja, und Wechselohr-Dinger, keine Ahnung, wie man den Dinger nennt. Und ja, das war's dann auch schon, glaube ich. Ja, das war's dann. Das war's dann auch schon. Und ich zeige jetzt mal kurz die Hülle, die ich gekauft habe. Ich habe hier noch so eine Hülle gekauft. Ne? Das ist so ein Rundum-Case. Ja. Also vorne ist geschützt, hinten ist geschützt, Kamera ist geschützt. Und ja, es ist auch wasserdicht. Also das Handy ist an sich auch wasserdicht, aber das ist nochmal ein extra Schutz. Ne? Vor dem Runterfallen und sowas, weil ich... Weil mir ist mein S8 auch zum Beispiel runtergefallen, das Glas gebrochen, so, da habe ich halt keinen Bock drauf. Ne? Deswegen habe ich halt so eine schöne Hülle und auch noch mit klarer Rückseite, weil ich finde die Farbe einfach mega geil von dem Handy. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und viel Spaß bei den nächsten Videos, weil die werden alle mit dem Note 10 aufgenommen. Haut rein, Leute, ciao, ciao.